Bärtierchen gelten als nahezu unsterblich. Nun hat ein Forschungsteam sie aus einer Pistole geschossen, um herauszufinden, ob sie das überleben. Alles dazu in diesem Video, bei dem mir Markus vom Kanal Neugierzone helfen würde. Es wird also sehr galaktisch, bleibt unbedingt dran. Und wenn es euch gefällt, schreibt einen Kommentar und lasst einen Daumen nach oben da, denn dann zeigt YouTube dieses Video noch mehr Leuten an. Vielen Dank und herzlich willkommen. Bärtierchen sind vielleicht die faszinierendsten Lebewesen überhaupt. Diese kleinen Tierchen überleben nahezu alles: immense Hitze, massive Kälte und sogar die tödlichen Bedingungen des Weltraums. Richtig gehört, man könnte Bärtierchen in den Weltraum schießen und sie würden dadurch nicht umgehend sterben. Wie schaffen diese winzigen Lebewesen es, so resistent gegen Umweltbedingungen zu sein? Vor allem liegt das an der DNA. Der nur etwa 1 Millimeter großen Tiere. Forscher haben herausgefunden, dass Bärtierchen sich ihre DNA zusammengeklaut haben. Also sozusagen winzige, süße DNA-Diebe, die sich die besten Gene überhaupt rausgesucht haben und nun so mächtig sind, dass sie bei den X-Men mitmachen könnten oder so ähnlich. Ihr könnt euch das so vorstellen. Bärtierchen haben Teile ihres eigenen Genoms, also ihres Erbguts, einfach durch Eigenschaften anderer Lebewesen ersetzt. 17,5% ihrer Gene sind gar nicht ihre eigenen. Und wie klaut man fremdes Erbgut mit einem horizontalen Gentransfer? Der Forscher Bob Goldstein, der an einer großen Studie über Bärtierchen beteiligt war, formuliert es so. Bärtierchen können nicht nur ihre eigene beschädigte DNA reparieren, wenn die Zellen rehydrieren, sondern dabei auch fremdes Erbgut einfügen und so ein Mosaik von Genen verschiedener Spezies kreieren. Das heißt, wenn Bärtierchen unter Stress geraten, wirkt ihre eigene DNA brüchig und bröselig und wird durchlässig für andere DNA-Moleküle, zum Beispiel von Bakterien. Passt also gut auf, wenn ihr das nächste Mal im Stress seid, Leute. Am Ende wird eure DNA durchlässig und ihr werdet zu Mutanten. Bärtierchen verfügen aber noch über eine weitere beeindruckende Eigenschaft. Wenn sie in Gefahr sind bzw. die Umweltbedingungen sich um sie herum verschlechtern, können sie in einen todesähnlichen Tiefschlaf verfallen. Das nennt man Kryptobiose. Sie ziehen sich dann zusammen und können im Prinzip fast jedes apokalyptische Ereignis für einen nahezu unbegrenzten Zeitraum überdauern. So als könnten wir Menschen eben einfach kurz sterben, eine Krise abwarten und dann wieder aufwachen. Das wäre sehr praktisch für die nächste Mathe. Arbeit in der Schule. In der Kryptobiose können Bärtierchen dann Temperaturen von bis zu minus 243 Grad und immense Radioaktivität aushalten. Der Sauerstoffverbrauch wird im Tiefschlaf auf nahezu null reduziert. Bärtierchen sind also genetische Mutanten, die als Superkraft eine Art Todesschlaf besitzen. Wow. Wenn das kein Plot für den nächsten Marvel-Film ist, weiß ich auch nicht. Stellt sich aber doch die Frage, ob es wirklich nichts gibt, was Bärtierchen umbringen könnte. In einem Experiment sind Forscher dieser Frage auf den Grund gegangen. Alles dazu wird euch nun Markus vom Kanal Neugierzone erzählen. Um die Grenzen der Widerstandsfähigkeit von Bärtierchen auszuloten, hat ein Team von Wissenschaftlern eine Gruppe von Bärtierchen mit heftigen Einschlägen bombardiert. Die Bärtierchen wurden zu diesem Zweck vorher eingefroren und dadurch in den Tiefschlaf versetzt, von dem Tim euch eben berichtet hat. Sobald die Tierchen eingefroren waren, konnte der wichtigste Part des sehr kuriosen Experiments beginnen. Jeweils 2 bis 4 von den Bärtierchen wurden in hohle Patronen gesteckt und dann mit einer Leichtgaspistole als lebendige Geschosse abgefeuert. Leichtgaspistolen sind spezielle Werkzeuge für physikalische Experimente und können unglaublich hohe Mündungsgeschwindigkeiten erreichen. Die Bärtierchen wurden dann mit zunehmend erhöhten Geschwindigkeiten in ein Ziel aus Sand abgefeuert und danach wurde von den Forschern jeweils kontrolliert, ob die kleinen Tardigraden den Schuss überlebt haben. Das Ergebnis? Die Bärtierchen überleben Einschläge mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3000 km pro Stunde und einem Druck von 1,14 Gigapascal. Das wirkt umso unglaublicher, wenn ihr euch mal vorstellt, was mit den meisten anderen irdischen Lebewesen geschehen würde, wenn sie mit 3000 km pro Stunde irgendwo aufschlagen würden. Es zeigt aber auch, Bärtierchen sind nicht komplett unsterblich, denn die Forscher haben festgestellt, dass sie bei einer höheren Geschwindigkeit oder einem höheren Druck einfach zerfallen. Das Experiment sollte insbesondere zeigen, ob eine Bärtierchenkolonie, die im Jahr 2019 an Bord einer israelischen Sonde auf dem Mond abgestürzt ist, überlebt haben könnte. Die Landung der Sonde ging schief, sodass sie wohl mit immenser Geschwindigkeit auf der Mondoberfläche aufgeschlagen ist. Die Forscherin Alejandra Traspas der Queen Mary University of London, die das Experiment geleitet hat, begründete ihr Experiment wie folgt.
Ich war sehr neugierig. Ich wollte unbedingt wissen, ob sie überlebt haben. Alles zu den Bärtierchen auf dem Mond erfahrt ihr im Video auf meinem Kanal Neugierzone, in dem Tim auch mit dabei ist und das am Ende dieses Videos verlinkt ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Das Experiment hat also gezeigt, dass Bärtierchen zwar fast unsterblich sind, aber eben nicht ganz. Vielleicht können wir diese Erkenntnis ja für unsere Suche nach außerirdischem Leben nutzen. Denk mal an die Eismonde der Gasplaneten, zum Beispiel Jupiters Mond Europa. Dort gibt es unter der Oberfläche außerirdische Ozeane und auf der Oberfläche sogenannte Kryovulkane, aus denen flüssiges Wasser weit in die Höhe geschossen wird. Die Flüssigkeiten dieser Eismonde sind wohl der vielversprechendste Ort für Alienleben im Sonnensystem. Denn auch auf der Erde hat sich das Leben nach einer weit verbreiteten und anerkannten Theorie in der Tiefsee gebildet, in sogenannten hydrothermalen Quellen. Genau diese Bedingungen scheint es auch auf den Eismonden zu geben. Da wäre es doch mal ein Versuch wert, eine Probe dieser Flüssigkeiten einzusammeln und zu analysieren, oder? Und das Bärtierchen-Experiment verrät uns nun, mit welcher Geschwindigkeit eine Sonde einen Mond wie Europa umrunden dürfte, um das potenzielle Leben in dem aus Vulkanen ausgespuckten Wasser nicht zu gefährden. Wenn eine Sonde mit wenigen 100 Metern pro Sekunde fliegt, müsste sie langsam genug sein, um mögliche Europa-Alien-Lebewesen beim Einsammeln nicht zu töten. Natürlich können wir nicht wissen, wie widerstandsfähig das Leben auf den Eismonden ist, wenn es überhaupt existiert, aber die Bärtierchen-Grenzwerte geben uns immerhin schon mal einen guten Erfahrungswert, an dem man sich ganz grob orientieren kann. In den nächsten Jahren möchte die NASA eine Raumsonde mit dem Namen Europa Clipper starten, deren Mission es sein wird, nach Zeichen von Leben auf dem Jupitermond zu suchen. Der NASA-Wissenschaftler Kurt Niebuhr beschreibt die Mission wie folgt. Es ist ein riesiger Schritt in unserer Suche nach Oasen, die Leben unterstützen könnten, in unserem eigenen stellaren Hinterhof. Wir sind zuversichtlich, dass dieses vielseitige Set an wissenschaftlichen Instrumenten zu aufregenden Entdeckungen führen wird. Europa Clipper wird ein Instrument an Bord haben namens Surface Dust Mass Analyzer, kurz SUDA, mit dem ausgestoßene Partikel aus den Europa-Eisvulkanen eingefangen werden können. Mit ganz viel Glück wird diese Sonde also vielleicht von Kryovulkanen ausgespuckt, außerirdisches Leben detektieren. Man darf sehr gespannt sein. Ihr seht also, das Bärtierchen-Pistolen-Experiment wirkt ziemlich kurios, hat aber tatsächlich wichtige Ergebnisse für die Suche nach Aliens geliefert. Wenn ihr noch mehr zu der Bärtierchen-Kolonie auf dem Mond erfahren wollt, dann schaut unbedingt mal im angezeigten Video von Markus vorbei, in dem ich auch einen Gastauftritt habe. Und vergesst natürlich nicht, Markus' Channel Neugierzone für wöchentliche spannende Videos aus der Welt der Wissenschaft zu abonnieren. Wir sehen uns ansonsten im nächsten Video. Macht's gut.